So, ich bin hier am Turm. Wollte eigentlich weitermachen mit der Story. Aber dieser verdammte Turm ist irgendwie verseucht. Und ich kann da nicht durch. Hier. Ich glaube, das hilft mir. Du da, bitte hilf mir. Der Schlamm hat mich überrascht. Grisch, wenn ich nur Wasser hätte, könnte ich ihn sofort abspülen. Ach so, ich brauche Wasser. Okay, ich glaube, ich kann dir helfen. Hier, auf dem Boden. Zack. Warte, erstmal aktivieren. Aha, let's go. Jetzt verstehe ich es. So, reden wir mal mit dem. Das drehen wir. Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Dass ausgerechnet ich, Barso, Hauptmann der Wache im Dorf der Zoras, hier so zu Boden gehe. Eigentlich. Nach dem Kataklysmus begann plötzlich schmieriger Moras zum Himmel zu fallen. Er verdarb das Wasser im Dorf der Zoras und sogar hier noch. Wir sind alle völlig verzweifelt. Da machte ich mich auf das Gebiet, um unser Dorf zu untersuchen und bekam hier eine volle Ladung. Wenn ich daran denke, bekomme ich direkt wieder Atemnot. Meine Kiemen kleben noch immer. Ohne dein Wasser wäre ich sicher. Ach, ich will überhaupt nicht dran denken. Bitte nimm diese Zora-Lanze als Dank für meine Rettung. Leider kann ich dir nichts Besseres schenken. Okay. Her mit der Zora-Lanze. Wo ist die? Wo ist die Waffe? Ja? Ah, ich habe zu viele Waffen. Okay. Droppen wir mal den Scheiß hier. Jetzt habe ich... Her mit der Waffe jetzt. Mein Nässe erhöht sich der... Okay. So, jetzt können wir den Scheiß aktivieren. Ich will nicht mit dir reden. Ich will es nehmen. Wir können hier alles mal sauber machen hier. Mir zu dreckig. Machen wir mal alles sauber. Soll ja auch gut aussehen. Boah, das ist ja schön. So, alles mal sauber machen. Weg mit dem Scheißschlein. Let's go. So, einmal werfen. Zack. So, da geht noch alles sauber. Und dann können wir hier das aktivieren. Überspringen. Wir jumpen auch direkt ins Dörfchen. Ins Zora-Dörfchen. Und werden dort weitermachen. Die Animation so geil. So geil. Let's go. Map schon fast freigeschaltet, ne? Gar nicht mal so schlecht. So, Oberfläche auch. Himmel. Okay. Ich frag mich die ganze Zeit, was diese Kugel ist, aber das finden wir erst später raus. Ich möchte jetzt erstmal dahin. Geht's. Ich freue mich. Da ist auch direkt ein Schrein. Können wir dann direkt abschießen. Damit wir einen Teleportationspunkt haben. Dorf der Zoras. Quellen von Ranel. Jumpen wir erstmal hier in den Schrein rein. Mogawaka-Schrein! Überspringen. Und ab geht's. Gespannt. Wasserkraft. Mogawaka-Schrein. Ich frage mich, also wir haben noch einen freien Platz. Wir bekommen doch irgendwann mal eine neue Kraft dazu. Aber wann?
So, rechts gibt es was. Links ist der Ausgang. Wir erstmal rechts weitermachen. Da ist wahrscheinlich die Truhe. Ja. Haben wir hier etwas? Yes. Eine Sekunde. Au. Aua. So, wir müssen das einmal so verbinden, dass es dann sich dreht. So. Okay, jetzt müssen wir das einmal so drehen, damit wir das einmal aktivieren können. Wie drehen wir das aber am besten? Indem wir das hier nehmen. So, zack. Let's go. Okay. Wir haben Strom. Gut, wir haben Strom. Was ist das hier? Ein Generator? Ist es ein Generator? Oder was ist das? So, wie funktioniert das hier? Aha. Aha. Wir brauchen Strom. Kann es sein, dass es Strom speichert? So, meine erste Frage. Ich glaube schon. Ja. Ich wusste es. Irgendwie habe ich das gewusst. Wie lange speichert es Strom? Unendlich oder wie läuft es ab? Ist ja richtig cool, Alter. Alter. So. Erstmal rein. Dann ablegen. Ab geht's. Ups. Okay. So wird es auch. Ja, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Komm her. Drecksack. Alles alleine mache. Zum alles selbst mache hier. So. Dann machen wir das eben so. Ich wollte einen Schritt mir sparen. Jetzt musste ich einfach 1000 Schritte machen. So. Ab geht's. Ab geht die Post. Gibt's hier keine Truhen? Da unten gibt's doch etwas. Ach Gott. Hab ich gar nicht gesehen. Hat es noch genug Strom für mich? Liebe Freunde. Nee. Ah, ist ja richtig cool. Das ist ja richtig cool. Wir müssen die verbinden. So, weiter geht's nicht. Nimm mal dich. Laden dich erstmal auf. Okay, let's go. Das reicht. Jetzt ist die Question of the Question. Reicht es von der Entfernung? Weil näher kriege ich dich nicht hin. Eigentlich sind wir im Wasser. Wasser leitet. Wasser leitet. Das müsste funktionieren, aber ich müsste auch einen Stromschlag bekommen. Also müsste ich eigentlich rübergehen. Erstmal. So, logisch. Logisch betrachtet. Aber nur logisch betrachtet. Weiß nicht, ob das Spiel logisch ist. Wir werden es gleich sehen. So, hoch. Rechts. Ja. Ich wusste es. In dem Bereich gibt es Strom. Dann macht es Aua. Let's go. Aber nur in dem Bereich tatsächlich. Yes. Schau mal. Holla. Ja. So, das reicht uns nicht. Gehen wir nochmal laden. Und voll.
Wisst ihr, was ich mich frage? Ah, die Entfernung ist zu hoch. Ich wollte schauen, ob ich einfach so mit meiner Fähigkeit hochgehen kann. Aber die Entfernung ist bestimmt zu hoch. Schauen wir mal. Ja. Also zu groß. Ja. Oh, Batterien sind alle. Ich denke mir, was passiert hier? Ich musste schon... Wie oft musste ich meine Batterien wechseln heute? Nee, nicht heute. So allgemein, seitdem das Spiel raus ist, dreimal. Dreimal Batterien verballert einfach. So. Ich brauche wieder Akkus. Ich brauche wieder Akkus. So geht es nicht weiter hier. So geht es nicht weiter. So. So. Zack. Ab geht's. Dann haben wir das geschafft. Und können direkt weitermachen. Ich freue mich. So. Überspringen. Wieder 4 Stück voll gemacht. Sehr schön. Geht's. Mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Na? Magst du? Okay, Schrein. Somit Teleportationspunkt frei. Wie kommen wir jetzt hoch? Hier ist eine Leiter. Alter. So. Normalerweise müsste ich komplett hoch, aber die sind hier. Dieser Schlamm. Ja, wohin gehst du? Hä? So gehen wir weg. Okay, ich muss meinen Controller wieder mal aktivieren. Eine Sekunde. Hä? Okay. Mein Controller wollte nicht. So, jetzt aber. Und? Nervst du? Nein. So, jetzt aber. Es tut mir so leid, hilf Umi. Hilf der Umi. Alle Wasserfrüchte aufgebraucht, okay? Entschuldigt euch nicht, ihr habt das Richtige getan. Das Wohlbefinden der Dorfbewohner ist das Allerwichtigste. Wenn wir nur noch die Stadt in säubern könnten. Das kann ich machen. Nanu, bist du zu Besuch im Dorf? Verzeiht, dass wir dich nicht gegrüßt haben. Wir waren ganz im Gespräch vertieft. Das Dorf des Zoras leidet derzeit nämlich unvorstellbar aufgrund des Schlamms, der sich vom Himmel auf uns ergießt. Fürs Erste konnten wir die Lage in den Griff bekommen, doch das Dorf ist nach wie vor furchtbar verschmutzt. So wie diese wundervolle Statue. Ach, und dabei ist sie den Dorfbauern doch so lieb und teuer. Wir suchen gerade flossendringend nach einer Möglichkeit, den Schlamm fortzuspielen. Okay. Dann machen wir das mal sauber hier. Machen wir das mal sauber. Machen wir doch gerne. So, ich glaube, die Dinge haben wir eh genug. Auf dem Boden. Aktivieren. In die Hand nehmen. Und rüber. Let's go. Haben wir? Reicht, oder? Unsere Statue sauber gemacht. Seid happy. Wow. Der Schlamm. Du warst es, der die Statue vom Schlamm befreit hat, nicht wahr? Diese Statue ist für das Dorf des Soras das Symbol einer neuen Hoffnung. Danke. Sehr gerne. Ganz recht, Sidon, Prinz des Soras und Ritter Link, den Uborgsamen hier, okay? Das sind wir. Und Juliana bist du ebenfalls. Ja, ich habe sogar die Rüstung. Ich habe sogar die Rüstung, Leute. Du bist tatsächlich der Link? Ja. Kein Thema. Mich erkennt man nicht immer. Ich habe auch extra eine Maske. Keine Sorge. Ich nehme es euch nicht übel. Jona. Alle sagten, du seist zusammen mit Prinzessin Zelda verschollen. Darf ich fragen, was dich hier verschlägt? Ich habe euch vermisst. Das ist der einzige Grund.
Schau dich bitte überall um, egal wo. Das ganze Dorf steht dir offen. Oh, da kommt mir eine Idee. Du sollst mit Prinz Sidon sprechen. Er wird völlig außer Rand und Band sein. Prinz Sidon hält sich momentan an Mipa-Stätte, okay? Ganz oben? Ich würde gerne eine Fähigkeit von euch lernen. Eure Fähigkeit war ja Wasserfälle hoch, ne? Das wäre nice. Könntest du nach deinem Treffen mit Prinz Sidon zu mir ins Krankenbad auf der Ebene über uns kommen? Oh. Das wäre richtig schön, wenn wir wieder einen Wasserfall hochschwimmen könnten. So, wie komme ich da hoch? Du bist... Alter, du bist ja ganz weit weg. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit? So, hier können wir rüber. Ah, dafür müssen wir wahrscheinlich hier erstmal hoch. Schön, dass ihr Brücken habt. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Das mit dem Schlamm ist ja echt ekelhaft. Was die aus dieser schönen Welt gemacht haben. Magisch. Mag ich sehr. Macht das Schleim etwas mit uns, wenn wir reingehen? Macht das was? Ja, okay, wir laufen langsamer. Und irgendwann versinken wir wahrscheinlich. Okay, Leute. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, da hochzugehen jetzt. Da haben wir einen Damm. Da kann man auch irgendwie hochlaufen. Machen wir, oder? Jupp, man kann irgendwie hochlaufen. Nice. Die haben an mich gedacht. Oh, ein Wildschweinchen. Komm her! Alter, bleib stehen! Drecksack! Ich wollte doch nur ein Wildschwein. Alter, wie der rennt. Der ist echt um sein Leben gerannt. Dieser Bro. Der hat einen richtigen Hatzvoll zu denen gehabt, ey. Oh mein Gott. Oh, war das witzig. Junge, Junge, Junge. Oh, überall ist Schleim. Ja. Oh, wenn es zu tief ist, kann man ja fast gar nicht laufen. Hier ist Wasser. Östlicher Stausee. Wir müssen aber links rum einfach hier hoch. Zack. Schon perfekt, so wie es ist. Zack. Let's go. Sehr gut. Müssen wir weiter hoch? Ich weiß es nicht. Es sieht so aus, als müsste ich wieder runter. Es sieht nur so aus, aber ne? Kann auch ganz anders kommen. Boah, man kann sich fast gar nicht bewegen, ne? Problem ist, und the problem, reicht es, wenn ich in diese Höhle da reingehe? Okay, ich muss, glaube ich, was futtern. Ich habe, glaube ich, noch etwas, was mich schneller macht hier. Ah, oder schwimmen, komm. Ich hoffe... Ich weiß nicht. Bin ich richtig, wenn ich da reingehe? Wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwie. Können wir mal ein bisschen schwimmen. Nein, Ufi. Das ist total falsch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir gehen jetzt hoch und dann springen wir runter. Okay. So, wenn wir hochklettern. Wo klettern wir am besten noch hier? Alter, wie schnell wir sind. Das muss ich öfter machen. Das muss ich öfter kochen, Leute. Das ist ja richtig geil schnell. Okay, beim Klettern sind wir auch schneller. Laut dem Text. Ich bin froh, dass ich meine Ausdauer gelevelt habe. Okay. Was?
Dein Ernst? Das war doch nur ein Schritt. Manchmal denke ich mir, ey, Ufi, du läufst, glaube ich, falsch. Das denke ich mir so oft. Oh, Magie. Kein Bock auf dich gerade. Wie soll ich hier hochkommen? Ich glaube, man kann außen rumlaufen. Was machen Major Signum da? Ah, ne, ist kein Major Signum. Guck, ich muss hier hoch. Wie komme ich da hoch? Ah, da. Oh, oh, Wasserfall. Das zieht mich mit. So. Hier komme ich hoch. Auch wenn es ein bisschen seltsam schleimig aussieht. Alter. Nee. Das kannst niemand erzählen. Wäre ich doch lieber geschwommen. Wie viel Ausdauer soll ich noch haben? Komm. Jetzt aber. Erste Hürde geschafft. Geht weiter. Ich darf nicht zu oft springen. Hier vor allem. So Leute, was geht? Wie weit seid ihr? Was macht ihr so? Was gefällt euch am meisten an dem Spiel? Erzählt mal. Habt ihr direkt mit der Story weitergemacht oder seid ihr erstmal an den Schrein hängen geblieben? Was habt ihr so gemacht? Wie seid ihr das angegangen? Also ich mix das so ein bisschen, ne? Also ich mache ein paar Nebenaufgaben, mache ein paar Schreine und dann gehe ich weiter mit der Story, weil ich will, ja, ich will schon die Story so schnell wie möglich abschließen, ehrlich. Mir macht es Bock. Kann ich hier stehen? Oh, wenn ich hier nicht stehen kann, da? Feierabend. So, das ist so ein Trick. Immer nach vorne drücken, wenn ihr so eine Seite habt. Okay, dann könnt ihr ein bisschen Ausdauer laden. Hat jetzt nicht so perfekt funktioniert. Hier. Jetzt. Okay. Ah, funktioniert nicht so gut. Wie hier vielleicht? Hier ist es, glaube ich, besser. Yes. Hier kann man sogar stehen. Okay, let's go. Das wird jetzt reichen, bis um nach... Bis da hochzukommen, wird es schon reichen. Da oben ist auch ein Schrein. Würde ich tatsächlich nehmen. Das ist doch ein typischer Krogort. Anscheinend doch nicht. So, wie weit hoch noch? Oh, wir haben ja noch voll den weiten Weg. Das ist wahrscheinlich da, ne? Hier können wir aber hier so hoch. Das gefällt mir. Bisschen Höhe gewinnen. Runterspringen können wir dann später immer noch. Hauptsache Höhe gewinnen. Damit wir nicht klettern müssen. So, zack. Höhe gewinnen, Höhe gewinnen. Das sieht gut aus. Oh, geile Waffe. Geile Waffe. Geile Waffe, Leute. Geile Waffe. Möchte ich haben. Meine Fresse. Möchte ich haben. Okay, doch nichts Besonderes. Ich dachte, das ist eine geile Waffe. Naja. Ein paar Schwerter nehme ich auch mit. Ich wusste gar nicht, dass man die dran machen kann. So, wie weit noch? Nicht mehr weit. Jetzt können wir hier hoch und dann sind wir wahrscheinlich bei ihm. Es geht noch weiter hoch. Willst du mich verarschen? Das ist aber schon der richtige Weg. Yes. Vielleicht gab es auch einen Weg und ich habe es nicht gesehen. Kann auch sein. Passiert mir schon sehr oft. Gebe ich zu. Hey, buongiorno! What's up? Sweetheart. Sweetheart.
Bist das wirklich du? Ja, ich bin's. Dein Vater. Ich freue mich so sehr, Link. Auf den Namen sind die irgendwann mal gekommen, als sie mal einen Siphon im Bad austauschen mussten. Am Waschbecken. Haben sich gedacht, so könnte er heißen, Sidon. Naja, war nicht so witzig. Voll blöd. Voll dumm. Oh, ich hatte mich ohnehin gefragt, inwiefern die schwebende Insel mit dem herabfallenden Schlamm zusammenhängt. Da trug ich einem Zora-Gelehrten auf unsere alten Schriften Dokumente durchzugehen. Er soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und den seltsamen Ruinen in Verbindung stehen könnte. Ich selbst kann leider nicht hier fort, da ich den Schlamm bekämpfen muss, der diesen Ort besudelt. Du musst wissen, hier entspringt das Wasser, das unser Dorf am Leben hält. Und ich setze meine Kraft ein, die Macht über das Wasser, um den Schlamm vom Wasser zu trennen und es zu erläutern. Sollte ich auch nur einen Augenblick lang von hier weichen, würde unser Dorf von dem Schlammmassen erstickt werden. Daher bin ich derzeit Gefangener dieses Orts. Mir sind die Flossen gebunden. Doch eine Sache noch, Link. Man nimmt an, dass Prinzessin Zeldas Verbleib mit den Ruinen und den Inseln am Himmel in Verbindung stehen könnte. Am besten sprichst du selbst mit unserem Gelehrten. Es handelt sich um den alten Giotto. Er sollte am Toto-See seinen Studien nachgehen, nordwestlich von ihm. Sicher findest du ihn dort. Ich bin wirklich froh, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, Link. Besuch mich gerne jederzeit wieder. Okay. Das ist doch ein schönes Foto. So, warte. Als würde der mich anflehen. Warte, so. So. Das ist ein geiles Foto. So. Haben wir ein geiles Foto gemacht und schließen die Story hiermit ab. Im nächsten Video geht's weiter. Danke fürs Zuschauen.